Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Botschaft und zwar: Bist du bereit für die Reise deines Lebens? Steige ein und es erwartet dich ein Abenteuer. Wow! Ich bin schon mal gespannt, welches Abenteuer auf dich wartet, wenn du jetzt mit einsteigst, gemeinsam mit uns auf die Reise gehst. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Stapel. Bist du bereit, die Reise anzutreten? Und wohin geht deine Reise? Das ist die Tasse für alle Liebenden. Oh, die ist so schön. Für Valentinstag perfekt geeignet. Liebe ist deine größte Kraft. Wow. Also, Liebe ist deine größte Kraft. Ich stelle es euch hier mal her, die Liebe. Dann könnt ihr sie auch sehen. Und ich würde sagen, wir drehen mal um und dann schauen wir mal, was zeigt sich hier bei dir. Bei dir zeigt sich der Trost. Also du wirst getröstet. Hier kommt Trost auf dich zu. Es hört dir auch jemand zu. Also ich habe das Gefühl, hier ist auch eine kleine Meerjungfrau ist auch hier im Wasser drinnen, ne? Also die schwimmt direkt zu ihr. Ja, vielleicht ist das dein Kind. Vielleicht ist es auch jemand, der jetzt dir Trost schenkt, ja, zu dir schwimmt sozusagen. Oder es ist jemand auf der Reise zu dir. Also vielleicht steigt ihr jetzt wirklich gemeinsam in diesen Zug hinein, sozusagen. Und die nächste Karte, da zeigt sich die Pläne. Also hier ist ein Schmetterling, hier sind Vögel. Ich glaube, das sind sogar, nein, das sind schon Vögel, aber auch Gänse, Schmetterlinge. Also da hat jemand etwas vor mit dir. Das heißt, wenn du in den Zug dich traust einzusteigen, dann ist jetzt für dich die Botschaft, jetzt einzusteigen, denn Gott hat mit dir jetzt tolle Pläne vor. Also das Leben hat mit dir tolle, tolle Pläne vor. Ich drehe es jetzt mal um so, dass wir sie auch lesen können. Dann ist hier, sind die 10 der Stäbe gekommen. Also du hast dir schon einen wunderschönen Garten mit den 10 der Stäbe, auch die Fülle sozusagen der Blumenblätter, der Blumenblüten in aller Pracht. Aber schaut mal ihren Rücken an. Du sammelst noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wie hoch möchte dein Turm noch werden? Aber kannst du ihn auch tragen? Ja? Und deshalb sagt die Karte jetzt zu dir, steige ein, denn das Leben hat mit dir Neues vor, neue Chancen, neue Möglichkeiten, dass du nicht alles auf deinen Rücken tragen musst, sondern dass du ihn auch investieren darfst. Also das, was du geerntet hast, investierst du quasi in andere neue Projekte, in anderes neues, was auch immer. Schauen wir mal, was sich zeigt. Die Königin der Stäbe. Also hier eine sehr feurige Karte. Wir haben hier zwei Stabkarten. Zum einen die Königin der Stäbe, zum anderen auch die 10 der Stäbe. Also hier geht es darum, dass du dein Regiment sozusagen anführst. Wenn du dich traust, in den Zug einzusteigen, wirst du Trost finden und du wirst auch ganz neue Pläne. Also der Zug da drinnen, da wartet dich wirklich vielleicht auch die Liebe deines Lebens. Denn hier haben ein Brautpaar sozusagen die 10 der Kelche, die baden sozusagen im Wasser drinnen. Und hier waren dunkle Wolken, es hat geregnet, aber es hat die Sonne hat dann angefangen zu scheinen. Und deshalb ist ein wunderschöner Regenbogen über ihr entstanden, also über dieses Pärchen entstanden. Und wenn du dich traust, da einzusteigen, wirst du wahrscheinlich einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin, eine Liebe deines Lebens jetzt finden. Aber bist du auch mutig dazu, da in den Zug einzusteigen?
Wow, ich denke mal, du bist mutig, denn wir haben hier die Königin sozusagen der Stäbe, also den König der Stäbe und den König der Kelche. Also hier geht es um Feuer und um ganz viel Leidenschaft. Also auch die Stabkarten sind leidenschaftlich, temperamentvoll, hitzig, aber auch die Kelchkarten. Also hier geht es wirklich darum, dass du eine Leidenschaft entdeckst, ja. Es geht wieder um ganz viel Liebe. Also das ist wahrscheinlich wieder der Stapel. Kein Wunder, dass diese Tasse gekommen ist. Wir haben die Soulmates. Also jetzt ist es Zeit, in diesen Zug einzusteigen oder in dieses Bötchen dich zu bewegen. Denn hier wartet vielleicht ein König der Kelche auf dich oder ein König der Stäbe auf dich. Entweder hast du das in deiner Chart drinnen. Bist du Löwe, Widder, Steinbock bekomme ich auch rein. Löwe, Widder, Schütze. Krebs, Skorpion, Fischer. Also hier nehme ich wirklich wahr, da erblüht jemand. Entweder erblüht ihr beide, wenn ihr jetzt steigt ihr beide in den Zug ein. Wenn ihr das schafft, dass ihr jetzt in den Zug einsteigt, nehme ich bei euch beiden wahr, dass ihr beide erblüht. Also diese Liebe erblüht. Und da möchte ich euch ganz, ganz toll an euer Herz legen, und zwar das Video. Und zwar ist das, welche Botschaft hat die Seele für dich vom Himmel gesandt? Also schaut dir bitte dieses Video an, denn da bist du in der Verbindung da drinnen mit einem Stapel. Da kommt jemand auf dich zu, sehr wohlwollend, sehr liebevoll, doch wieder mit der Sonne. Wow, ich zeige es euch gleich mal so. Also hier kommt ein Reiter, eine Reiterin auf euch zu sozusagen. Also jemand reitet auf dich zu mit voller wohlwollend, leidenschaftlich, liebevoll und temperamentvollen Seite. Du hast hier einen Brief, also ihr werdet euch brieflich sehr gut unterhalten, also ihr könnt euch sehr gut schreiben. Ihr seid beide, wow, sehr kraftvolle Wesen, also wirklich, wow, also ich bin begeistert. Da, trau dich bitte in den Zug einsteigen. Hier wartet wirklich eine Liebe, eine tiefe Liebe, eine tiefe leidenschaftliche Liebe. Und auch Chancen auf Heirat, Hochzeit, Geschenke, Einladungen. Und du kommst in deine volle Kraft. Also entweder mit diesem Herrn, mit dieser Dame, kommst du in deine volle, absolute, volle Kraft sozusagen hinein. Vielleicht hast dich auch schon kraftlos gefühlt, ja. Und jetzt, wenn du dann wieder einsteigst in den Zug sozusagen oder in dem Flugzeug oder in dem Schiff, dann wirst du merken, jetzt geht wieder was vorwärts. Und entweder traust du dich aus dem Sommer einzusteigen auf diesen Zug, oder es ist für dich jetzt wichtig, dass du deine Pläne jetzt umsetzt, in die Vollendung bringst, in deine absolute Kräfte, Stärke, Authentizität hineinzukommen, damit du jetzt dein Ziel auch erreichen kannst. Aber was ich auch merke, dass du die Leichtigkeit, entweder bist du eine sehr fröhliche Person oder eine sehr temperamentvolle Person, aber du hast jedenfalls ganz viel Krebs sozusagen. Dir ist es jetzt ganz wichtig, dass du fröhlich, beschwingt, leicht. Entweder seid ihr das beide, sehr fröhliche Menschen, dann solltest du dir auf alle Fälle die Botschaft anhören, was vom Himmel dir gesandt worden ist. Dann hast du den König des Wassers. Wow, ich halte es nicht aus. Und dann die Königin des Wassers. Also beide Male sind es Kelchkarten, beziehungsweise hier geht es darum, dass du absolut in deine, ja, da kann sein, dass du entweder du Wasserzeichen bist, ich bin ganz aufgeregt jetzt, oder du lernst einen Wasserzeichen kennen, oder ihr beide habt es in eurer Chart drinnen. Auch das nehme ich wahr. Also hier kommt es zu ganz, ganz tollen, tollen Chancen. Wow, also auf diesen Zug, kein Wunder, dass du dann fröhlich bist, beschwingt bist, leicht bist, dass du dich glücklich fühlst.
Denn wir haben hier das Pärchen. Oh mein Gott. Hier das Pärchen und hier das Pärchen. Ich halte es nicht aus. Wow. Und hier der Mann und hier die Frau. Wir haben drei Pärchen, Leute. Hier, hier und hier. Also ich bin echt begeistert. Und das ist auch noch eine tiefe, leidenschaftliche, kraftvolle Liebe. Du kannst aufbauen. Es kann sein, dass du um den April herum, um März, April, jemanden kennenlernen kannst. Und zwar kannst du darauf aufbauen. Also die Beziehung kannst du aufbauen. Es ist alles im Fluss. Also du hast alles richtig gemacht, wenn du einsteigst in diesen Zug, jetzt aufspringst sozusagen und jetzt ganz neue Chancen hast. Du wirst viel eurer Beziehung, werdet ihr viel arbeiten oder ihr arbeitet generell beide sehr viel. Ihr werdet euch auch beruflich vielleicht in einer Situation ergänzen. Ihr werdet schon beide einen Beruf haben. Aber ich nehme euch wahr, dass ihr noch gemeinsam ein Projekt schmiedet. Und jetzt möchte das Universum, dass ihr beide in den Zug einsteigt. Jetzt seid ihr beide soweit, beide bereit dafür, jetzt einzusteigen in den Zug und ganz neue Möglichkeiten euch in Betracht ziehen. Ihr seid beide Sonnenkinder. Kein Wunder, dass die Sonne auch gefallen ist. Ja, ihr seid beide Sonnenkinder, absolut. Ja. Und ihr habt jetzt den passenden Schlüssel. Das heißt, ihr steigt in den richtigen Zug hinein. Also ihr steigt in den richtigen Zug hinein. Und jetzt lese ich euch noch vor, was es zu bedeuten hat, ihr Lieben. Wir haben hier vier Karten. Wow. Die 10 der Stäbe und den König der Stäbe. Dann schauen wir mal. So. Wir haben die 10 der Stäbe, wo sie gebückt sich hält, sozusagen. Wir sehen eine Frau in einem geblümten Kleid auf einer üppigen grünen Wiese, gebeugt unter dem Gewicht gigantischen Blumen, die sie auf ihrem Rücken trägt, hat sie die Hand um eine weitere Blume geschlossen, deren Blüte größer ist als ihr Kopf. Sie ist in ihrer Tätigkeit so vertieft, dass sie die Schönheit um sie herum gar nicht mehr genießen kann. 10 Blumen stehen noch auf der Wiese und warten darauf, von ihr gepflückt zu werden. Doch die Bürde, die sich aufgeladen hat, wiegt bereits jetzt schon sehr schwer. Und die junge Frau droht, an der zusätzlichen Last zu zerbrechen. Diese Karte ermahnt dich, sorgfältig auf deine Ressourcen zu achten. Schon jetzt hast du viele Aufgaben übernommen, trägst so viel Verantwortung auf deinen Schultern. Was willst du dir beweisen? Die 10 der Stäbe gilt als Symbol, als der Unterdrückung und Verleugnung der eigenen Gefühle. Wo beugst du dich dem Druck von außen und in welchen Bereichen deines Lebens verlangsamst du selbst zu viel von dir oder verlangst selbst zu viel von dir? Du befindest dich in einer Situation, in der du dich selbst enorm stresst, weil du anders fühlst, als du handelst. Welche Ängste sind es, die dich dazu bringen, deine eigenen Grenzen zu missachten? Indem du dich ihnen stellst, entziehst du ihnen ihre Macht über dich. Und sobald das geschehen ist, wirst du auch wieder das und dahinter verborgene Licht entdecken. Kannst du all das Wunderbare bemerken, das dich umgibt und du findest zurück in deiner Mitte, in deine Kraft. Ja, kein Wunder, dass du in einen neuen Zug aufspringen musst, denn hier hast du dir ganz schön viele Bürden aufgehalsen. Du hast vielleicht viel zu viel gearbeitet und konntest das Leben erst gar nicht mehr genießen. Und jetzt geht es darum, was machst du mit all den Blüten auf deinen Rücken? Mit dem Geld oder mit dem, was du dir angehäuft hast? Was machst du damit? Was bringst du zum Erblühen? Ja? Welchen Samen möchtest du wieder erneut sehen? Ja? Und hier sollst du mal zur Ruhe kommen und dir überlegen, wo gibst du diese wunderschönen Blumen hin? Kannst du all das Wunderbare bemerken, das dich umgibt und du findest zurück in deiner Mitte und in deine Kraft? Ja, Verpflichtungen, Stress, Überbelastungen, Unterdrückung. Also hier geht es wirklich darum, dass du hier loslassen darfst und endlich das leben darfst, was du eigentlich leben möchtest. So, jetzt haben wir hier den weiblichen König. Ja, das gibt es auch in diesem Kartendeck. Das ist der weibliche König.
Eine in Rot gekleidete Frau steht inmitten eines prachtvollen Gartens. Die intensive Farbe ihres Umhangs symbolisiert Leidenschaft, Stärke und Energie. Um sie herum wachsen hohe Pflanzen, die scheinen unsere Protagonistin zu umhüllen und ihr nun und nur wenig Raum zu lassen. In dieser mystischen, aufgeladenen Atmosphäre bringt der weibliche König mit ihrem Zauberstab Licht und Klarheit. Ein heller Strahl leuchtender Sterne sprüht aus dem Stab hervor und leuchtet den Himmel. Trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten wird die rote Herrscherin immer eine Lösung, einen Weg finden, um ihre Mitmenschen aus der Dunkelheit zurück ins Licht zu führen. Entschlossen überwindet sie für sich und ihre Gefolge als Hürde. Diese Karte erinnert dich an den weiblichen König in dir. Du hast die Möglichkeit, deine Fähigkeiten dort zu entfalten, wohin dein Herz dich führen will. Vielleicht ist es an der Zeit, dich selbstständig zu machen oder deinen Job zu wechseln, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Vergiss nie, du hast große Führungsqualitäten. Wofür und wo könntest du diese am besten einsetzen? Charisma, Führung, Visionär, Vordenker, Autorität, Entschlossenheit. Also hier geht es darum, dass du hier das Gefühl hast, du bist hier, dort wo du bist, mehr keine Führung. Aber dennoch steckt in dir eine absolute Führungsqualität, eine Chefin, ein wundervoller Chef. Du hast dir nur zu viel Arbeit aufgehalsen, um es gar nicht mehr zu erkennen. Also hier steig in den Zug ein und mach dir klar, was du willst, was du machen möchtest. Dann haben wir die Kelchkarten. Den König der Kelche. Der König der Kelche steht in einer hellen Landschaft. In seiner rechten Hand hält er ein Segelschiff, dass er auch bei schwerem Seegang in Gleichgewicht hält. Ein Zeichen dafür, dass der Regent seine Emotionen gut im Griff hat. Sein Gewand zeigt, dass auf dem gewühlten Meer mit großen Fischen, auch sie stehen für starke Gefühle, denn das Meer ist die Wiege alles Lebens, doch seine Tiefen sind für uns Menschen unergründlich. Die Karte deutet an, dass es auch in dir brodelt. Vielleicht hat dich jemand verletzt oder du hadest mit dir selbst. Auf jeden Fall ist es dein inneres Gleichgewicht gestört. Aber wie der König hast du auch die Kontrolle über das, was geschieht. Bevor du vorschnell handelst, zieh dich besser zurück und versuche zur Ruhe zu kommen. Bleib bei dir, meditiere, geh spazieren, male und finde zurück in deine Mitte. Also hier geht es darum, dass du wieder zurückfindest in deine Mitte und das solltest du jetzt auf alle Fälle tun, denn jetzt ist es wichtig, dass du meditierst, wohin möchtest du deinen Zug starten, wohin soll deine Reise gehen und deine Reise möchte dich an dein Ufer bringen, dein Ziel bringen, zu deiner Liebe bringen, aber du hinderst dich selbst noch an deinen Bürden, dass du sagst, du musst mehr arbeiten, du musst dieses tun, jenes tun, du hast keine Zeit für irgendetwas. Dann wird dir das sehr schnell wieder entnommen, das, was du hast, weil du dich nicht auf das konzentrierst, was das Universum jetzt von dir möchte. Und zwar, du sollst dich auf die Liebe konzentrieren. So, hier geht es um die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist eine Szene voller Frieden und Harmonie. Ein Paar, halb Menschen, halb Fisch, taucht aus dem Meer, auf dem ein Regenbogen zu sehen ist, der den Himmel erhält. Sie sind durch wahre, ewige Liebe verbunden. Ihre 10 kleinen Jungfische sind unter dem pflanzenmännlichen Kleid der Mutter geschützt. Alle Familienmitglieder wirken glücklich. Alles ist im Zustand emotionaler Ausgeglichenheit. Diese Karte strahlt Seelenfrieden aus. Schon in der Bibel ist der Regenbogen ein Symbol der Versöhnung und Verbundenheit. Auch du darfst hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Alles im Fluss, entspann dich und genieße die wunderbare Zeit. Tu einfach, was dir Freude bereitet und fühl dich geliebt. Glückseligkeit, Familie, Harmonie, Zufriedenheit, Schutz und Segen. Hier musst du lernen, dankbar zu sein für das, was du hast. Ja, also hier geht es wirklich darum, dass du nach vorne treten sollst, dass du hier
zur Königin des Wassers wirst, zum König des Wassers, deine Lebensfreude erstrahlen lässt und du wirst merken, du wirst dich immer mehr erblühen, von der Dunkelheit in das Licht auch marschieren. Und du traust es dir auch mittlerweile schon zu, in den Zug einzusteigen. Du brauchst nur noch ein bisschen den Mut dazu, um neue Pläne zu schmieden und das wirst du jetzt auch machen. Du schmiedest absolut neue Pläne, du weißt jetzt, was zu tun ist. Und du wirst auch dementsprechend handeln, damit neue Verträge, neue Chancen jetzt auf dich zukommen. Greif sie, ergreif sie sozusagen, die neuen Chancen und die dich jetzt auch erwarten. So, das war jetzt dein Stapel mit der Liebetasse, ja. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Stapel. Schauen wir mal, ob es da auch so spannend wird. Welche Reise betrittst du? Trau dich, deine Krone aufzusetzen. Du bist wundervoll, glaube an dich. Jetzt bist du dran. Oh, jetzt geht es darum, dass du dir dein Krönchen hier lernst aufzusetzen. Nicht mehr den Kopf in den Sand hältst. Jetzt ist es Zeit, dass du einsteigst und ganz Neues in dein Leben zu holen. Ja? So, was hast du da? Segen! Du wirst vom göttlichen Universum gesegnet, wenn du dich traust, in deine eigene Reise dich aufzumachen, ein Abenteuer jetzt sozusagen an Land zu ziehen. Ja, also du steigst in einen absolut neuen Zug hinein. Du wirst auch mutig sein müssen. Klar, wenn du dir deine Krone aufsetzen möchtest, dann darfst du mutig voranschreiten. Du bist aber allerdings vor allem gesegnet auf deiner Reise, auf deiner Lebensreise. Dann hast du hier die 9 der Stäbe. Hier ist eine Rose, die auch durchstochen ist von einem Zweig, vom Rosenzweig. Die geht da durch. Ja. Also da könnte es sein, dass du verletzt worden bist, aber du baust dir schon wieder neue Blüten sozusagen auf. Also du hältst dich sozusagen... Jemand hat dich verletzt und das fühlt dich wie Stiche an. Also die 9 der Stäbe, hier geht es wirklich darum, dass du lernst, deinen Schmerz loszulassen und dann einzusteigen in den neuen Zug, weil da wartet etwas Wunderschönes auf dich. Dann hast du die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche. Also hier hast du die Sterne zum Greifen nahe und du hast den magischen Zepter sozusagen schon in der Hand. Ne? Also du bringst die Sterne schon wieder zum Leuchten, aber du hast natürlich diesen Schmerz noch in dir. Und auch in der Schachtel, ja, von dieser wunderschönen Kartendeck von der Katrin Weltstein, also hier geht es darum, dass du diese magischen Karten, die habe ich mir gekauft. Und ich finde die wunderschön, jede einzelne Karte von ihr. Dann die Königin der Scheiben. Also hier geht es darum, dass du wieder zur Königin wirst und dass du das auch annehmen darfst. Du hast den Segen, dass du jetzt in die Fülle kommen kannst, dass du jetzt in deine Erdverbundenheit kommen kannst. Und sie ist auch verbunden mit Mutter Erde sozusagen. Und schaut mal, wie aufrecht das sie steht, ne? Also hier geht es wirklich darum, dass du dich wieder aufrecht hinstellst und dass du den Mut hast, nach vorne zu gehen. Ja, dass du den Mut hast, jetzt etwas für dich zu tun. Ich schiebe das ein bisschen runter, damit ihr das auch gut sehen könnt. Ist ja lustig. Ist doch lustig, die rutschen nämlich noch so. Dann hast du die Karte Time to Go. Also hier geht es darum, dass du jetzt dich auf den Weg machen sollst, dass du einsteigen sollst, dass du jetzt was tun darfst, dass du jetzt tun darfst, dass du jetzt handeln darfst, dass du jetzt einsteigen darfst. Und das ist ganz wichtig, dass du das jetzt machst. Ne? Ja, es geht um deine Selbstständigkeit. Ja? Vielleicht traust du dich auch nicht, dich selbstständig zu machen. Vielleicht hinderst du dich selbst daran. Oder es geht um deine Selbstständigkeit in dir, dass du selbstständig in den Zug einsteigst, dass du keine beste Freundin brauchst, keinen besten Freund dazu brauchst, dass du nur dich sozusagen benötigst, um da einzusteigen, dass du dir wieder mehr vertraust und dass du weißt, du hast das Glück an deiner Seite.
Ja, und das Glück ist im Außen wie im Innen. Du hast den Park, du hast das Haus und du hast den Blumenstrauß. Und ich glaube auch, dass du dass du in Zukunft viel von zu Hause aus arbeitest, aber viel auch draußen bist. Das heißt, du wirst sehr wohl als auch. Also bei mir ist es auch so, ich arbeite viel telefonisch, aber ich habe ganz, ganz viele Leute in meiner Praxis, die ich jetzt schon seit 9 Jahren habe. Und genau um das geht es, dass es wichtig ist, dass auch du jetzt das tun kannst. Dass du sagst, okay, manches Mal arbeitest du nur telefonisch, dann arbeitest du in deiner Praxis oder dann machst du dieses und jenes. Also ich habe das Gefühl, dass du eine gute Balance findest zwischen zu Hause und deiner Arbeit. Und das ist der Frieden. Also ich habe das Gefühl, diese Karte befindet sich so da dazwischen drinnen, so diesen Friedensblumenstrauß. Du wirst nicht nur da arbeiten und nicht nur da, sondern du wirst das Ganze verbinden anfangen im Jahr 2021. Und das ist dein Zug, deine Chancen, deine Möglichkeiten, wenn du da einsteigst, sagen dir die Karten, das bringt dir absolut großes Glück. Die bringen uns auch finanziellen Reichtum, aber viel, viel mehr darfst du deinen Schmerz auch loslassen. Du bist gesegnet. Ja, du brauchst natürlich den Mut, um zu sagen, so und jetzt starte ich selbstständig, jetzt mache ich das, was mir gefällt. So wie die Pippi Langstrumpf sozusagen. Und auch die Neun der Erde, also hier bist du absolut, wenn du dich traust, dahin zu gehen, dann wirst du wieder zu der Königin, die schon in dir steckt. Aber du musst sie auch zeigen. Aber durch deine Verletzungen hast du es bis jetzt noch nicht dir getraut, es zu zeigen. Es geht auch um deine Berufung, ja, dass du deine Berufung jetzt umsetzt. Denn hier ist schon der Turm, hier ist schon die Selbstständigkeit, hier ist, dass du in den Zug der Selbstständigkeit aufspringen sollst oder in den Zug aufspringen sollst, in die Führungsqualität zu kommen. Denn es steckt ganz, ganz viel Qualität in dir. Du hast eine enorme Führungsqualität. Du traust dich zu zeigen. Du traust dich auch deinen Schmerz zu zeigen. Du traust dich aber sehr wohl auch dich zu zeigen, so wie du bist. Mit deiner Fröhlichkeit, mit deiner liebevollen, herzlichen Art berührst du Menschen sozusagen. Und bei dir geht auch was zu Ende. Das ist perfekt. Da passt zu Time to Go. Also du springst quasi jetzt, du bist jetzt auf diesen. Du wartest jetzt sozusagen auf den nächsten Zug, ja, und der Zug kommt jetzt demnächst. Also ich habe das Gefühl, ab jetzt kommt der Zug, ja. Also ab jetzt kannst du schon einsteigen in den neuen Zug. Du bist schon, dir ist es schon bewusst, dass das Alte sich loslässt sozusagen von dir und dass dich das nicht mehr weiterbringt. Wow, wir haben hier die Berufung und wir haben hier die Gaben. Also Leute, bei diesem Stapel geht es wirklich um deine Berufung zu leben und deine Gaben umzusetzen. Ja, da haben wir wieder die Mutkarte. Passt zu dieser Karte auch Mut dazu? Du hast zweimal Mut. Ja, verlier nicht den Mut. Ja, sei mutig. Und steige ein und denke daran, du kommst von der Dunkelheit in das Licht hinein. Du hast wie hier auch die Sterne zum Greifen nahe, so wie hier auch. Du kommst von der Dunkelheit immer mehr in das Licht. Und dazu helfen dir ganz liebevolle, weise Menschen, die dich jetzt unterstützen, die dich vorwärts treiben lassen, sozusagen. Und das ist ein absolutes Glück. Also hier kannst du wirklich nach vorne, aber richtig schnell. Und jetzt schauen wir uns an die 9 der Stäbe, 7 der Kelche und Königin der Scheiben. Also hier ist wirklich alles dabei, von den Stabkarten, Kelchkarten und Münzen, also die Scheiben. So, wo fangen wir an? Was haben wir da? Die Kelchen wollen sich zeigen. Dann haben wir hier die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche. Auf dieser Karte sehen wir eine Frau in einer träumerischen Szene, also in einer träumerischen Szene. Sie liegt auf einem Wolkenbett im dunkelblauen Himmel und ihr langes, rotes, braunes Haar schwebt schwerelos durch die Nacht. Sie schaut zu 7 leuchtenden Sternen, auf die die Optionen und Wahlmöglichkeiten symbolisieren, die sie in ihr Leben treffen kann. Mit ihrem Zauberstab wählt sie einen Stern aus, aber ist er wirklich der richtige? Vielleicht ist es gar nicht in der Lage, all die lang gehegten Sehnsüchte zu erfüllen. Erst wenn unsere
Protagonistin aus ihrem traumartigen Zustand der Illusion aufwacht und sich auf das zu konzentrieren, was gut für sie ist, wird sie wissen, welcher Stern zu ihr passt. Die Karte will dich darauf aufrütteln, denn auch du versuchst mit Ablenkungsmanöver eine alte Wunde zu verdecken oder es fehlt dir an Mut, eine verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen. Wow, Mut, Mut, ja, dreimal Mut, was soll ich sagen? Du musst mutig sein, jetzt Altes zu verlassen und um Neues rein, in den neuen Abenteuer hinein zu dich zu begeben. Das wünschst du dir wirklich, was tust du dafür, diese Ziele im wirklichen Leben zu erreichen? Fantasien, Illusion, Träumerei, trügerische Hoffnungen, Flucht vor der Wirklichkeit, Überwältigung der Entscheidungen, Ausrichtung persönlicher Werte, schwere Entscheidungen und Chaos. Also hier geht es darum, dass du jetzt dich in dein Chaos sozusagen loslassen darfst, um in den, ja, ich habe das Gefühl, du träumst mir zu viel nach dem, wie es sein kann, aber du handelst nicht. Und jetzt ist es wichtig, dass du eben handelst. Vielleicht warst du in einer langen Stagnation, wo dir der Mut gefehlt hat, dich wieder als Königin zu sehen, als Königin zu betrachten. Und jetzt sagt dir die Karte, du hast das Glück. Du hast die Gaben, die Berufungen und es führt zum absoluten Erfolg in deinem Leben. Aber du musst gehen. Ja? Also das zeigt mir noch einmal die Karte. Dann haben wir die 9 der Stäbe. Wir erblicken eine Frau, die sich erfolgreich durch ein dichtes Dornengestrüpp gekämpft, um ihren Weg zu finden. Sie hat dabei einige Blessuren davongetragen. 9 Narben auf ihrem Oberkörper zeigen, dass es nicht einfach war, sich aus dem Dickicht zu befreien. Mit einer Hand drückt sie die Pflanzen nach unten, in der anderen Hand hält sie eine Rose als Symbol der Würde und Entschlossenheit. Diese Karte erinnert dich an deine innere Stärke. Sie symbolisiert deine enorme Kraft, dein unglaubliches Potenzial auf allen Ebenen deines Seins, auf das du in schwierigen Zeiten zurückgreifen kannst. Durch Konzentration, Meditation, Achtsamkeit bekommst du Zugang zu ihrer Quelle, deiner Kraft. Mach dir bewusst, wer du wirklich bist. Du hast dich mutig so vielen Herausforderungen gestellt. Ja, wieder Mut. Ne? Du warst mutig. Aber jetzt gilt es natürlich, einen anderen, neueren Weg einzuschlagen, der dich noch mehr in einen Erfolg bringt und in noch mehr Liebe, Leichtigkeit und Freiheit. Jetzt findest du wieder Zugang zu einem ursprünglichen Potenzial und kannst mit neuer inneren Stärke deine Ziele verfolgen. Ja, steig ein und nimm das Abenteuer an. Beharrlichkeit, Ausdauer, Entschlossenheit und Hingabe. Ja, nimm es an, nimm es an. Zeige dich wieder, wer du bist und was du bist und dass du eine Königin oder ein König bist, der sich jetzt auch immer mehr zeigen traut. Ja. So, dann haben wir hier die Königin der Scheiben. Wir sehen die Königin der Scheiben inmitten eines märchenhaften, anmutigen Gartens. Der Rock ihres Kleides ist aus Tulpen gefertigt und verbindet sie mit der Umgebung Flora und Fauna. Dicht neben ihr hat sich ein Kaninchenfamilie, ein Symbol für Fruchtbarkeit, niedergelassen. Wie es einer wahren Königin gebührt, schützt sie das Nest mit den Kleinen. Die Königin trägt weiße Blumen in einem Korb, die für ihre Integrität und seelische Reinheit stehen. Ja? Diese naturverbundene Herrscherin ist sich auf ihren Aufgaben als Regentin bewusst und arbeitet ernsthaft für das Wohl ihrer Untertanen. Diese Karte will dir zeigen, auch wenn dich die Dinge vielleicht noch nicht ganz so laufen, wie du dir das gerne gewünscht hättest, alles wird sich zum Guten wenden. Bleibe achtsam und höre auf die Botschaften deines Herzens. Denke immer daran, du bist eine Königin. Ja. Fruchtbarkeit, Reichtum, Naturverbundenheit, Pflichtbewusst und Großzügigkeit. Also hier ist es wichtig, dass du nicht egoistisch bist, sondern dass du wirklich wohlwollend bist und dass du wirklich Menschen, die dir vertrauen, dass du sie nicht ausnutzt, sozusagen, dass du ihnen das Licht leuchtest. Dann die 9 der Erde.
Disziplinierte Eigenständigkeit, verlässliche Ressourcen, Selbstbeschränkung, Selbstherrschung, die abschließenden Steine im Fundament. Ich weiß, dass ich mich auf mich selbst und ihren göttlichen Prinzipien verlassen kann. Dabei steht mir viel Werkzeuge zur Verfügung. Und ich setze meine Ressourcen mit Bedacht ein, um meine Absichten, innere Materialität in die Welt, in die stabilisierende Basis zu gehen. Mit Fleiß und Disziplin konzentriere ich mich auf den Abschluss der Arbeit, die ich vor langer Zeit begonnen habe. Ich vertraue darauf, dass der göttliche Plan sich genau so vor meinen Augen erfüllt, wie vorgesehen ist. Ja, du weißt, dass es für dich vorgesehen ist, dass du jetzt neue Ufer verlassen sollst, also alte Ufer verlassen sollst und in das Neue eintauchen sollst. Das weißt du. Und du weißt doch, dass das Glück dir jetzt in dein Begleiter, deine Begleiterin ist. Und es ist deine Berufung, deine Bestimmung, andere zu führen, ja, ihnen das Licht zu weisen, wie eine Königin herauszustrahlen, zu leuchten. Und das wirst du jetzt auch tun, ne? Und das, die Königlichen, ne? Also setze deine Krone auf und alles wird gut. Falls du diese wunderschöne Tasse gerne erwerben möchtest, kannst du uns sehr gerne schreiben uns an und wir senden dir diese wundervolle, auch von mir aufgeladene Tasse zu. Und jetzt kommen wir schon zu Stapel Number 3. Also hier geht es darum, dass du irgendjemanden vermisst du oder etwas vermisst du in deinem Leben. Ja, also Halleluja. Ich vermisse dich, mein Schatz. Auch eine süße Tasse für Valentinstag für alle Liebenden zu schenken. Ich stelle es euch daher, dass ihr euch die gut anschauen könnt. So, ja. Und dann schauen wir hinein, auf welche Reise begibst du dich, wenn du dich traust, in deinen Zug einzusteigen. Ja, das ist schon ein interessanter Auftakt und zwar lasse los. Also hier geht es darum, dass du loslässt, dass du anmutig sozusagen dein Licht zum Leuchten, zum Erstrahlen bringst. Und hier ist auch so wie eine Krone hier oben, ne? Auch ein Neumond könnte wichtig für dich sein. Du bist sehr belesen und du hast das Wissen in dir. Du weißt, du musst jetzt ein neues Kapitel öffnen und das ist das Loslassen. Und Stolz ist kein guter Berater, also sollst du nicht zu stolz sein, um jetzt da hineinzusteigen in den neuen Zug, sozusagen aufspringen. Denn du wirst merken, dass du ein wundervolles Wesen bist, das du jetzt verdient hast, in ein neues Ich hineinzugehen. Also ich habe das Gefühl, da draußen wartet so viel auf dich, dass du es nicht siehst. Du siehst es jetzt noch nicht, weil du dich hin zurückgezogen hast, du hast nicht loslassen können und jetzt ist es wirklich, dich von all dem zu befreien und jetzt steigst du in ein absolut neues Abenteuer sozusagen ein. Wow, da sind viele Karten gekommen, gut. Den König der Stäbe, also hier ist der König der Stäbe gefallen. Also hier lodert das Feuer aus der Trommel. Das heißt, vielleicht hast du die Trommel schon zum Brennen gebracht, sozusagen. Dann hast du die 8 der Kelche. Also hier sind zwei Schwäne der Liebenden. Hier sind zwei wundervolle Schmetterlinge. Hier sind auch Libellen im Hintergrund. Also immer zwei, ne? Schaut mal. Hier zwei Vögel, zwei Schwäne. Zwei Libellen, zwei Schmetterlinge, der Mond, auch der Vollmond und der Neumond ist zu sehen. Also der Neumond ist deutlicher zu sehen. Du hast zwar einen holprigen Weg mit den 8 der Kelche, ne? Also du musst schon Acht geben, wo du dann hinsteigst, ne? Wo begibst du dich hin? Was ist da hinten? Und du bist eine wunderschöne Glückskäferchen, ja? Wo du jetzt die Chancen hast, Neues in dein Leben zu ziehen. Wow, dann kommt noch die Königin der Scheiben. Also du hast dein Schloss, dein Paradies schon in deinem Kopf sozusagen, was du dir aufbauen möchtest, dass du ein absolutes, tolles Schloss jetzt in dein Leben ziehen möchtest. Und du hältst auch die Scheibe. Du weißt, dass du eine Königin bist und du weißt, dass du auch einiges zum Erblühen bringst, ne? Also jetzt haben wir die Stäben, die Kelchkarten und die Scheiben, also die Münzen
Wow, und die Liebenden. Also hier geht es darum, dass ihr zwei Liebende seid, aber sehr unterschiedlich. Ne? Der eine ist, möchte gerne Freiraum, der andere klammert ein bisschen mehr. Trotzdem neigt ihr dazu, zusammenzuhalten und eure Ziele, Prinzipien treu zu bleiben. Ja, das ist immer das, was ich spüre intuitiv. Dann bekommst du Starthilfe. Entweder bekommst du Starthilfe von dem König der Stäbe, von der Königin der Stäbe oder von deinen Liebenden oder Liebsten. Also eine Starthilfe kommt dir jetzt zugute. Es hat etwas mit deiner Stabilität zu tun. Also kommst, wenn du loslässt, wird dir ein neues Zuhause sozusagen geschenkt. Wow. Dann hast du die Störche und den Stern. Es führt zum absoluten positiven Veränderung. Wow, und vom Erfolg gekrönt. Also diese Starthilfe, die du hier erhältst, dass du in den Zug einsteigen sollst, dann wirst du neue Menschen in dem Zug kennenlernen, die dich absolut in die positive Veränderung katapultieren, sozusagen. Und das sind sehr weltoffene Menschen, also die Welt nicht geschlossen sehen, nicht ängstlich sehen, sondern offen sind für die Welt, offen sind für Neues. Und da spitzt du deine Ohren sehr, sehr weit, denn du wirst du mehr erfahren. Also du wirst mehr erfahren, was es heißt, jemanden an deiner Seite zu haben, was es heißt, die Welt aufzusperren. Also ich habe das Gefühl, du sperrst deine innere Welt auf, weil du bist nicht mehr zu stolz, jetzt loszulassen, auch wenn es weh tut, auch wenn das heißt, dass du etwas hinter dir lassen musst. Aber du wirst etwas Wunderschönes daraus, es wird was Wunderschönes in dein Leben kommen. Es wird noch ein bisschen holprig sein, ja, es wird nicht noch ein ruhiger Spaziergang, sondern darfst du schon noch etwas tun dabei, ne? Aber du hast wieder den Stern. Leute, du hast absolutes Glück und den absoluten Erfolg an deiner Seite. Das heißt, du hast den Stern, du hast die Sonne, du hast die Welt und dir liegt das zu Füßen. Ja? Also trage dein Wissen dann hinaus in die Welt. Ne? Kreiere es mit anderen Menschen in den Zug drinnen und bist, wenn der Zug angehalten hat, dann steig aus und präsentiere es der Welt. Wow, der Ast, die Asse der Erde. Also das auch noch an deiner Seite. Also du hast wirklich diesen Wohlstand, dieses Gefühl, jetzt ist es soweit. Jetzt kannst du das hinaustragen. Jetzt kannst du etwas bewirken für dich und für andere Menschen. Wow, dann ist der Stier und der Steinbock gefallen. Ja, also Staffel, neue Strukturen, realisiere den Erfolg. Kann sein, dass du das in deiner Chart hast, muss es aber nicht, denn es geht nur um die Energie, dass du jetzt vorwärts, etwas vorwärts bringen kannst. Ne? Dann alles wird gut. Ne? Du hast vielleicht wirklich Angst davor loszulassen und die Karte möchte ich noch einmal ermutigen, lass los. Ja? Also das ist das Zeichen, dass du jetzt loslassen sollst und dass es alles in Ordnung ist, wenn du loslässt. Und dann kommst du in eine absolute Verwandlung. Also du wirst dich zum Schmetterling transformieren. Ja? Und nicht nur das, und du wirst auch in den Jungbrunnen fallen. Also wenn das keine wunderschönen Karten sind, dann weiß ich auch nicht. Halleluja. Also ich wünsche dir, alle sind in dieser Reisegruppe, wenn ihr es schafft, loszulassen. So, ich möchte euch jetzt noch den König der Stäbe vorlesen. Den König der Stäbe. Der König der Stäbe wird durch einen Gentleman mit einer Trommel dargestellt. In seiner rechten Hand hält er den Trommelschläger wie ein Zepter als Symbol der Macht. Aus der Trommel lodern Flammen, die Brust des Königs berühren. Diese Flammen spiegeln die selbstbewusste Haltung, die Vitalität und den stärkenden Willenskraft des Königs wider. Er ist ein in sich ruhender, geborener Führer und kreativer Visionär, der unterschrocken seine Ideale lebt. In der Stadt hinter ihm gehen Lichter an. Sobald sie einen Ruf vernehmen,
sind die Menschen bereit, sich zu erheben und ihrem König zu folgen. Sein Charisma inspiriert andere dazu, mutig zu sein. Diese Karte signalisiert, dass du konsequent an deinen Engagement und der Realisierung deiner Ziele hinarbeitest. Du bist das Potenzial einer Führungspersönlichkeit und kannst anderen Menschen Anleitungen geben. Deine Qualitäten sind so weit entwickelt, dass dein Umfeld dich respektiert und deine Impulse und Ideen gerne unterstützt. Übernehme Verantwortung und nutze deine Chance jetzt. Anziehungskraft, Kompetenz, Führung, Visionär, Vordenker, Autorität, Entschlossenheit und Loyalität. Wow, also dir werden noch ganz viele Menschen folgen sozusagen, wenn du dich dahin gibst, wenn du dich deinem loslässt, dem Alten loslässt und dass du dich traust, das so zu zeigen, wie du eben bist. Dann haben wir die Kelche. Wir haben die 8 der Kelche. Zeigt eine Frau, die als Rock einen Marienkäfer und acht schwarzen Pünktchen auf dem Rücken trägt. Die Frau betrachtet 8 paarweise angeordnete Tiere. 2 Schwäne, 2 Libellen, 2 Singvögel und 2 Motten. Sie selbst allein enttäuscht vom Leben und fühlt sich ausgebrannt. Ihr Leben verlief anders, als sie sich gewünscht hätte. Vergebens hat sie nach Erfüllung gesucht. Sie muss nun weiterziehen, muss das fehlende Element in ihrem Leben suchen. Das Wasser unter ihr steht für ihren unruhigen emotionalen Zustand. Der Pfad der Felsen, und dem sich geht, bedeutet oder verdeutlicht die Herausforderung der Reise, auf die sie sich jetzt begibt. Die Karte fragt dich, ob du eventuell an deiner inneren Wahrheit vorbeilebst. Die 8 der Kelche ist auch das Ergebnis deiner Selbstüberforderung. Du hast deine eigenen Grenzen nicht geschützt, hast dich in der Fürsorge für andere verausgabt. Nun bist du erschöpft, denn obwohl du viel gegeben hast, kam wenig zu dir zurück. Such dir dein anderes Umfeld, in dem du wertschätzend erfährst. Löse dich aus der verhärteten Beziehungen, lerne Nein zu sagen, wenn dein Herz dir dazu rät. Enttäuschung, für Grenzen zeigen, Erschöpfung, Loslösung, weitergehen. Und hier geht es darum, dass du beharrlich jetzt loslassen musst. Du musst loslassen, nicht mehr festhalten, sondern hier musst du loslassen. Das heißt, die Königin der Scheiben, ja, also du musst wirklich lernen, auch hier in die Königin der Scheiben auch hineinzukommen, dass du dir das auch zutraust, ne? Die Königin der Scheiben. Wir sehen die Königin der Scheiben inmitten eines märchenhaften, anmutigen Gartens. Der Rock ihres Kleides ist aus Tulpen gefertigt und verbindet sie mit der eigenen Flora und Fauna. Ein Symbol der Fruchtbarkeit, niedergelassen. Nein, sorry, das passt jetzt nicht. Wir haben den weiblichen König. Mit Anzug und Zylinder steht der König der Scheiben wie ein verweigerter Geschäftsmann. Ist es das? Nein. Jetzt haben wir es aber. Wow, ist das interessant hier. 3-mal die König, da gibt es 3 Könige. Diese Karte zeigt den weiblichen König der Scheiben in einem Garten, der von blühenden Blumen zu Quellen scheint. Alle Blüten haben runde, goldene Mittelpunkte, die glänzende Goldmünzen aussehen. Sie repräsentieren den Reichtum und den Erfolg, den dieser König erreicht hat. Die Monarchin nimmt die goldene Münze in sich auf, dort in ihrer Brust, und sie gut aufgehoben. Ein Zeichen dafür, dass der weibliche König der Scheiben sein Vermögen klug verwaltet und durch intelligentes Magnet dafür sorgt, dass alles im Fluss bleibt. Auf ihrem Kopf befindet sich ein Schloss, das wie eine Krone mit ihrem Haar verbunden ist. Eine feine Lichterkette glitzert kunstvoll in der Hochsteckfrisur. Das alles steht für Stabilität und Sicherheit. Auch für du hast offensichtlich ein gutes Gespür für erfolgreiche Transaktionen. Dein Fundament ist solide. Teile den Schätzen liebevoll mit anderen und erfreue dich
an deinen materiellen, seelischen und spirituellen Reichtümern. Reichtum, Glück, Geschäftssinn, Magnetfähigkeiten, Disziplin. Ja, hier wirst du gefragt, diszipliniert zu arbeiten. Hier wirst du gefragt, herauszukommen, damit dir Menschen folgen können, dass du jetzt lernst, jetzt loszulassen an den Menschen, die jetzt schon losgelassen haben, halte an denen nicht fest. Du hast die Welt, du hast die Sonne, du hast das Ast der Erde. Du fällst in einen Jungbrunnen, wenn du dich traust, in das Abenteuer hineinzustürzen. Mach das bitte und ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles Liebe, alles Gute und denke daran, du bist eine Königin, ein König der neuen Zeit. Ruhe dich aus, steig in deinen Zug hinein und beginn deine Lebensreise zu starten und dann führt es dich in das absolute Glück. Und bis zum Sommer wirst du das in deinen Händen halten. Eventuell schon eine neue Liebe, beziehungsweise auch die Reichtümer, die dir jetzt zu Füßen liegen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute und tschüss, Baba!